So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV-Formats. Ich hoffe, Sie haben sich bei den EB Days hinzugeschaltet. War ja heute ein sehr interessanter Tag. JFD hat da diesen Tagesevent eben mitgesponsert. Da haben 5 Traders live 12 Stunden lang fast oder 11 Stunden lang getradet, und es war wirklich sehr interessant, dort zuzuschauen. Auch beim DAX und beim Dow Jones ging es auch interessant zu. Fangen wir beim jetzt hier mehr einfach nicht mitgenommen, dann klicke ich hier rüber. Ich habe dieses Szenario bzw. diesen Chart hier abgespeichert. Das ist der Dow Jones in der JFD Indikation. Das Limit wurde ja am Freitag ausgeführt am Hoch. Dann lief der Index nochmal auf 17.100 hoch. Dann folgte hier die Abwärtsbewegung. Und ja, zu dem Zeitpunkt hier gegen 12 Uhr habe ich den Stopp gesenkt. Beziehungsweise die Stoppsenkung hat hier erst stattgefunden gegen 13 Uhr. Und Gewinnmitnahmen, man kann es nachher hier verfolgen, nachdem hier der Dow Jones ein drittes Mal, 1, 2, 3 Mal hier abgeprallt ist, exakt in dem Bereich, habe ich dann die Gewinne hier mitgenommen, 100 Punkte. Der Stopp ist noch belassen, es war auch nur eine Teilgewinnmitnahme, das andere ist mit 20 Punkten dann ausgestoppt worden. Wie man sieht, ist es dann nochmal hier hochgegangen. Wir laufen hier halt einfach in einer Korrektur, die sehr wirrwarr sich fortsetzt und kein eindeutiger Trend da ist. Deswegen kann man sich auch glücklich schätzen, trotzdem 100 Punkte mitgenommen zu haben. Nichtsdestotrotz sieht es im Tageschart dann wie folgt so aus, dass sich hier womöglich schon ein Erschöpfungstag jetzt gebildet hat und der Index in Richtung 16.675 zurückfallen könnte. Also Long-Positionen sind in meinen Augen fehl am Platz. Aber schauen wir nochmal hier, Gewinnmitnahmen folgten um 17.04 Uhr, die Stoppsenkung um 16.30 Uhr dann erst. Die erste um 12.30 Uhr eben auf das letzte Hoch, und hier dann auf die 17.040 in den Gewinn gezogen. Also wieder alles absolut zeitnah eben kommuniziert. Im DAX habe ich auch im Video erwähnt, wer sehr kurzfristig unterwegs ist, kann sich hier sicherlich war sicherlich eine Long-Chance möglich. Wie gesagt, ich war eben nicht am Rechner, konnte das nicht verfolgen. Und da ich doch im Dow Jones weitere Tiefs erwartet habe, direkte Tiefs, war das jetzt für mich jetzt nicht hier so absolut lukrativ. Kann man aber trotzdem mal in den unteren Zeitebenen schauen. Wenn man aber jetzt hier mal wieder den Pfeil beobachtet hat, war ja hier wieder fast exakt das Idealziel erreicht worden. Also im kurzfristigen Bereich, ja, wäre maximal hier an dem Hoch möglich gewesen oder hier dann trendfolgend einzusteigen. Dann ging aber die Bewegung relativ flott mit einem Gap Close und dann folgte wieder ein Rücksetzer. Also recht, außer derjenige, der direkt am Markt war, also vor dem Rechner war, war sicherlich was möglich.
Long rauszuschneiden. Ich war jedenfalls nicht da. Tageschart ist noch unterstützt durch den Rainbow. Und deshalb schauen wir gleich mal weiter zu den Forex- und Gold-Setups. Hier habe ich auch noch den Dow Jones. Da muss ich eben nachher die US-Analyse noch schreiben. Hier wurde man ausgestoppt jetzt. Das Setup fand ich eh nicht mehr ganz so prickelnd. Das lief hier ja seitwärts. Was jetzt natürlich hier schon sein kann, ist, wer noch investiert ist auf ein weiteres Tief, nicht nur hoffen, sondern es wird wahrscheinlich auch geben, aber dann eine Aufwärtsbewegung nach oben. Also neues Tief, Stop Saying an den Markt setzen. Vielleicht geht es ein Stück weiter, aber auf dieses Kursziel würde ich jetzt aktuell nicht besonders viel geben. Der kanadische Dollar ist jetzt endlich in die gewünschte Richtung gelaufen heute. Gerade beim anderen US-Dollar, kanadischer Dollar, war ja an eine Bedingung geknüpft. Hier liegt man im Plus. Ganz die Verluste, naja, doch fast eigentlich schon. Der Einstieg fand 1,35 etwa statt, leicht drüber. Ich habe hier erwähnt, hier muss heute definitiv eine bullische Kerze sich zeigen. Kann auch noch am EMA 200 abprallen, aber es ist erstmal heute eine bullische Tageskerze, also passt es soweit auch im australischen Dollar, US-Dollar. Gab es einen kleineren Rücksetzer, nicht ganz an das Niveau hin, welches ich dann in der Analyse beschrieben habe. Im Tief, also hier hoch und jetzt müsste es eben Richtung ja, 0,7375 abfallen. Dann könnte man vielleicht zuschlagen, wenn noch nicht investiert ist. Der Stopp bleibt vorerst hier unten. Im Gold gab es heute einen negativen Tag, genauso wie im Silber. Da lief es zwar von den Kurszielen her ja, sehr gut. Allerdings fand eben kein Einstieg stand. Einstieg statt, fand keiner. Silber, da lief es, ja, sage ich mal, mega. Einstieg erfolgt, den Aufwärtstrend verteidigt. Der Stopp lag hier unten, der Anfangsstopp. Kauflimit hier, Verkaufslimit. Es waren Teilverkäufe hier getätigt und ein Stück, ja, 50 Pips weiter oben noch. Hier wurde eben auch gesagt, deutlich tiefere Kurse werden dann nochmal zu einem Einstieg genützt. Eventuell kommt man auch beim Gold und genauso wie beim Silber und Öl noch morgen, übermorgen, Donnerstag vielleicht entscheidend billiger rein. Und hier wird auf eine neue Aufwärtsbewegung dann spekuliert. Allerdings wird es sich hier wahrscheinlich so laufen, eine kleine Position antizyklisch, also antizyklisch heißt in der Korrektur direkt eingestiegen und dann mit Umkehrsignalen dann pyramidisiert. Aber natürlich nur über dem, ich will jetzt hier nicht negativ pyramidisieren, sondern im Gewinn dann pyramidisieren. Das war's, danke fürs Zuhören und bis morgen.